Das ist ja lustig. Wie heißen Sie? Heißt, wie heißen du? Wie heißen du? Wie heißen du? Wie heißen du? Ungewohnte Sprache und besondere kulinarische Genüsse in der Pfalz. Der Südwesten Deutschlands lockt Tamina Kallert und Björn Freitag mit Natur, Genuss und kleinen Städten mit großem Charme und zieht so auch unsere beiden Genussreisenden in den Bann. Also es riecht schon ganz toll, es wird auch richtig lecker. Zum Wohl. Oh, aber zuckersüß, ne? Die beiden packen mit an. Ah, das ist ein Gefühl, oder? Ja. Ah. Senf machen ist echt harte Arbeit. Ja, wir gehen schon von Zeit zu Zeit, gehen wir runter und probieren dann wirklich alle Fässer durch. Spuckt ihr den wieder weg, oder? Ja. Ja. Achso, ihr trinkt den nicht. Nee. Mit ortskundiger Begleitung werden Essen, Trinken und Kultur entdeckt. Sprachkurs inklusive. Wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Aus dem Schwarzwald. Die grenzenlos köstliche Reise durch die Pfalz kann beginnen. Die Pfalz, im Südosten von Rheinland-Pfalz gelegen, ist vielfältig. Das geschichtsträchtige Speyer ist eine der ältesten Städte Deutschlands und Kaiserslautern das Tor zum Naturraum Pfälzer Wald. In Neustadt an der Weinstraße schlagen Tamina und Björn das Basislager für den Grenzenlos-Trip auf. Neustadt liegt in der Mitte der 85 Kilometer langen deutschen Weinstraße. Dem Wein und seiner Geschichte folgend, kommen Sie hier dem wahren Pfälzer Genuss auf die Spur. Oi, 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 oi. Hier muss man echt schwindelfrei sein, hier oben. Herzlich willkommen aus Neustadt an der Weinstraße. Ah, wir sind mittendrin in der wunderschönen Pfalz. Genau. Und sehr weit oben auf dem Südturm der Stiftskirche. Und das ist unser Ausgangspunkt jetzt für unsere herrliche Pfalzreise. Ja, und das wird eine Genussreise. Genau, ne? Wein, dann bodenständige Pfälzer Küche. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Also satt werden wir auf jeden Fall. Beschauliche Städtchen, hier der Pfälzer Wald, das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands. Man könnte Wahnsinn. Tagelang wandern, ja. Björn. Und da unten erwartet uns ganz viel Genuss. Ja. Da ist auch eine Kirmes. Stimmt, Weinfest wahrscheinlich. Ja. Da könnten wir auch noch hin. Wir freuen uns auf eine grenzenlos köstliche Reise durch die Pfalz. Und halten uns jetzt hier erstmal gut fest auf dem Südturm der Stiftskirche, damit wir nicht weggepustet werden. Das ist besser so, denn vom Südturm der gotischen Kirche geht es 38 Meter in die Tiefe. Vorsicht, Kopf. 184 Stufen. Wieder rückwärts. Rückwärts geschafft. Ja. Jetzt kann die Reise losgehen mit fachkundiger Begleitung. Hallo. 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 Mosche sagt man hier, oder? Mosche, ja. Tamina. Ich bin die Susanne. Hallo. Björn, hallo. Schön, euch kennenzulernen. Auf dem Neustadter Rathausplatz treffen Tamina und Björn Susanne Nett, bekannt als die Rezeptsucherin im SWR-Fernsehen. Und ehemalige Weinkönigin von 1998. Hast du uns ein bisschen Frühstück mitgebracht hier? Ja, klar. Also, wenn ihr Lust habt, direkt gerne, hier gerne. Auf dem Marktplatz. Ja, das hier der alte Königsbrunnen, also besser geht es nicht hier auf dem Marktplatz. Ja, das ist mal nett, dass man und Kuchen mitgebracht hat. Und das ist jetzt eine Pfälzer-Spezialität. Ja. Das ist jetzt Quetschekuche. Ich würde es mal da abstellen, dann können wir es ein bisschen besser halten. Ja, ist ja, das okay? Ja. Quetschekuche, das ist Pfälzer-Pflaumen- oder Zwetschgenkuchen aus Hefeteig. Sehr schön. Ich brech da mal so ein Stück von ab. Oder so. Und das ist jetzt mit Rivelger, ja. Mit Riffelger. Es gibt Riffeleskuchen, das ist Streuselkuchen und das sind die Streusel obendrauf. Lasst es guten euch Appetit. Guten Appetit. Pfälzisch, sagt man, einfach gute. Gute. Ja. Okay. Du kommst hier aus der Gegend. Ich bin das, was die Pfälzer Neigschmecktes nennen. Mhm. Eine reingeschmeckte. Ich komme eigentlich ursprünglich aus Mainz, Oppenheim. Ich habe auch noch im weitesten Sinne. Gehört zu Rheinland-Pfalz, genau. Aber hier sind wir in der Pfalz. Und ich bin Wahlpfälzerin, was eigentlich auch eigentlich eine Liebeserklärung an die Pfalz ist. Es gibt wahnsinnig viel, was man hier erleben und machen kann. Und ich genieße das einfach. Ja, ich habe früher immer gesagt, ach, ich würde mal hierher ziehen, wenn ich richtig alt bin. Und es ist jetzt doch früher geworden. Und da bin ich auch echt froh drüber. Und wie schmeckt es? Sehr lecker. Bist du schon fast durch? Ja, ja, ich habe auch Hunger. Ich würde sagen, wir nehmen den mal mit und gehen mal los. Hä? Gehen wir mal da lang. Der Rathausplatz Neustadt lädt zwar ein zum Verweilen, mit Blick auf das Rathaus, beobachtet von Neustadts Wappentier, doch heute steht noch einiges auf dem Speisezettel.
Also in Neustadt ist es halt auch wunderschön, weil wir haben ganz viele Fachwerkhäuser und so kleine Gässchen. Ja, und ihr seht es ja auch, es gibt überall so ganz goldige Stellen und hier sind Weinreben. Also wir sind hier an der Deutschen Weinstraße, ja. Und Neustadt ist so die Perle der Pfalz auch genannt. Oder wir sind hier in der Toskana der Pfalz. Ja. Neustadt hat den größten Fachwerkhausbestand der Pfalz. Rund 57.000 Menschen haben hier ihr Zuhause. Und bevor wir jetzt hier ganz unachtsam weiterlaufen, stopp mal. Da seht ihr was, da ist eine Bronzeplatte im Boden eingelassen. Ja. Weg der Weinlegenden. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeuten soll? Ja, das wenn ihr an Hollywood vielleicht denkt. Walk of Fame. Der Wine Walk of Fame ist das, genau. J.J. Prüm ist das hier, von der Mosel aber. Das ist jetzt von der Mosel, genau. Ja. Und hier werden praktisch Weingüter geehrt, international, die sich mit ihren Qualitäten besonders hervorheben. Okay. Die Ehrentafeln ziehen sich durch die Innenstadt. Susanne führt Tamina und Björn zu einer weiteren Sehenswürdigkeit. Da haben wir den Elbe-Tritsche-Brunnen. Elbe-Tritsche-Brunnen. Das Fabelwesen der Pfalz ist das, ja, die Elbe-Tritsche. Und das ist so eine Mischung aus Huhn, Gans und Ente. Okay. Und die leben, also die sind bei den Kobolden und Elfen entstanden im Wald. Und die sind, man sagt, sehr schwer zu fangen, nachtaktiv, die lieben Pfälzer Wein. Und hier seht ihr den typischen Sack, wenn Elbe-Tritsche-Jagden sind, da habe ich auch schon mal mitgemacht. Die werden mit einem Lockruf gerufen und man singt das Elbe-Tritsche-Lied. Und dann singt man Tritsche, Tritsche, komm, komm und wie das alles heißt. Und die Kinder machen das schon mit, die Erwachsenen. Und das ist für Besucher der Stadt ganz toll, wenn die so eine Elbe-Tritsche-Jagd buchen können, weil das ist eine Motzgaudi. Und es wird natürlich, wie immer, viel Wein dabei getrunken. Neustadt ist nach Landau die zweitgrößte weinbautreibende Gemeinde Deutschlands. Wein schafft es hier sogar in den Straßenverkehr. Die Ampelmännchen sind natürlich Weinköniginnen. In Neustadt hat die Tradition der Weinköniginnenwahl ihren Ursprung. Erste Weinkönigin war damals die Frau, die als schönste auf dem Neustadter Weinlesefest galt. Gefeiert wird noch heute jährlich zum Herbstanfang. Premiere hatte das Fest bereits im Jahr 1909. Tamina, Björn und Susanne stürzen sich ins Vergnügen. Boah, hey. Das war schon gut. Jetzt. Nee, noch einen. Das ist jetzt sehr schwer. Ja? Ja, man muss eigentlich nach unten das alle wegschmeißen, ne? Aber ist nett. Ich habe zu wenig getrunken, ich ziehe jetzt bestimmt nicht gut. Sehr gut. Zwei. Noch einen. Ja, der hat gewackelt. Zwei haben wir ja noch. Jetzt kommt jetzt hier, komm, jetzt kommt hier. Oh, das sind die. Oh, Scheiße. Oh Gott, ey. Ah, da bist ja, bin ich aber froh. Sie haben gewackelt. Aber hier steht, jeder erhält einen Trostpreis. Wir nehmen die Hello Kitty. Natürlich besser bei dir. Ja. Okay, das nehme ich als Erinnerung für euch. Danke. Ach, guck mal, das müssen wir doch machen jetzt, oder? Riesenrad, ja. Seht ihr mal Neustadt von oben, ist auch total schön. Da waren wir auf der Stiftskirche oben, links. Ja. Kennt ihr den Begriff für Karussell? Nee. Das ist Reitschul. Kennt ihr nicht? Nee. Es startet der wohl höchstgelegene Sprachkurs der Pfalz. Das ist ja lustig. Wie heißen Sie? Heißt, wie heißen du? 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 Hier wird immer geduzt. Ja. Ist ja klar. Wie heißen du? Jetzt musst du mal die Tamina fragen, wo kommen Sie denn her? Auf Pfälzisch? Wo kommen Sie denn her? Nein, du musst auf Pfälzisch sagen. Ach so. Das fällt wie heißen du? Nee, das ist doch, wie heißen du? Guck mal da wo unten. Kommen Sie denn her? Ja. Wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Aus dem Schwarzwald. Wenn du jetzt sagst, auf Wiedersehen, sagst du dann auch, jo, alla hopp, alle dann. Alla dann, ich sag eher alla dann. Oder also, okay. Alla hopp sag ich eher, los geht's, ja, los, auf, alla hopp. Alla dann. Alle hopp, wieder nach unten, zu den Heiselscher. Das ist pfälzisch für Häuschen und stellt den traditionellen Teil des Neustadter Weinlesefests dar. Erstmal muss natürlich ein Getränk her. Hallo. 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 Ich hätte gern drei Rieslingscholle. Sehr gerne. Rieslingscholle. Ist das jetzt die Pfälzer Mischung, die man hier so nimmt? Weißt du, wie die geht? Nee. Nee? Und zwar ist die Pfälzer Mischung bei der Scholle 4 Fingerbreit Wein und 4 Fingerbreit Wasser.
weit. Oh, Wasser. Ach, und das horizontal. Ah. Aber der Wein ist dann weniger, weil unten ist das Glas ja schmaler, ne? Ungefähr so. Naja. Aber er macht jetzt 6 Finger breiter rein. Weil das Glas unten schmäler ist. Ah, ganz genau. Und das sind jetzt diese besonderen Gläser, ne? Ja, das ist der Heilige Gral. Das sind die Dubbegläser. Angeblich hat es ein Bad Dürkheimer Metzger erfunden, gell? Das ist doch richtig? Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Der hatte halt immer durch die Arbeit fettige Finger. Mhm. Und dann ist das Glas abgerutscht und deshalb ist das entstanden. Und eigentlich machen wir es auch ein bisschen falsch, ja? Weil in der Pfalz trinken wir aus einem Glas. Okay. Ja? Ich habe das jetzt nur gemacht, weil wir uns noch nicht so richtig kennen. Beim nächsten Mal nehmen wir nur ein Glas. Okay. Ja, und dann gibt man das so durch? Dann gibt man es durch und wenn es leer ist, und dann holt der Nächste einfach. Ja? Und ich wusste jetzt nicht, ob ihr ein bisschen pinzig seid oder nicht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Pinzig? Sind wir nicht, oder? Nee, wir sind nicht pinzig. Dann zum Wohl. Sagen wir schon mal? Zum Wohl. Ja. Zum Wohl. So, zum Wohl. Aus dem Guckerglas. Prost. Wir brauchen jetzt aber auch eine Grundlage für, ich glaub auch, sonst wird für den Pfälzer-Kral hier. Trümlig. Ja? Ja, komm. Pfälzer Spezialitäten bietet das Volksfest reichlich. Wollknorze mit Hausmacher Leverwurst, ein Schmalzbrot und eine Dampfnudel mit Vanillesoße. Die hat eine Salzkruste und die Kunst ist es, dass die Dampfnudel so schön aussieht wie da. Du darfst zum Beispiel, während dieser Hefeteig in einem Topf mit Salzwasser gart, darfst du den Deckel nicht abheben, sonst fällt die in sich zusammen. Du kriegst gleich was ab, Tamina, du brauchst nicht so gucken, du kriegst gleich was ab. Aber ich will nichts von deinem Leberwurstbrötchen haben. Ja, aber ich esse das, weil das jetzt hier aber sehr typisch ist, ne? Jetzt hat er aber Leberwurstbrötchen gesagt, das wäre jetzt auch... Wie heißt es wirklich? Wie heißt es wirklich hier? Das ist ein Wollknotze. Bitte was? Ein Wollknotze, das sieht aus wie ein eine Weinbergsrebe, der Knotzen. Aha. Und da hast du jetzt noch Kümmel mit drauf, es ist sehr deftig und natürlich Hausmacherwurst. Hausmacherwurst, die sehr dick ist hier. Und die beiße ich jetzt einfach so. Da kannst du so reinbeißen. Ich habe ein Schmalzbrot auf Bauernbrot. Na dann, Gude, wie die Pfälzer sagen. Gut. Vor allem hier schön mit diesem Salzigen und dem Süßen. Das ist echt lecker. Sehr lecker. Wie die Tamina schon gesagt hat, da ist ganz schön viel Leberwurst drauf. Ja. Das ist normal. Wir haben hier immer größere Portionen. Ja. Weil wir auch Hunger haben und eine gute Basis für den Wein brauchen. Okay. Ja. Aber honest, wo ist honest? Malt nicht wie in der Pals. Nicht wie in der Pals. Susanne treffen sie später wieder. Für Tamina und Björn geht es nun weiter. 45 Kilometer nördlich von hier liegt die Ortschaft Sausenheim. Hier befindet sich das Weingut Gaul. Jetzt kommen wir endlich mitten rein in den Weinanbau. Ja, da stehen sie schon. Die Schwestern. Tamina und Björn besuchen Dorothee und Caroline Gaul. Schwestern mit Wein als Berufung. Ihr führt das gemeinsam, das Weingut? Genau, ja. Sehr schön. Wir sind jetzt seit 12 Jahren gemeinsam im Betrieb, haben den von unseren Eltern übernommen. Ja. Und unser Weingut ist noch nicht so alt, gibt es erst seit 30 Jahren hier am Ortsrand von Sausenheim. Das war früher schon so eine Männerdomäne, oder? Ja, es ist auch heute noch so, ne, dass mehr Männer im Weinbau sind. Hashtag Winzerinnen, das ist schon was Besonderes. Ja. Ne? Sollen wir uns den Weinberg mal angucken? Oh, gern. Ja? Bevor wir reingehen, hängt denn überhaupt noch was? Traum? Nein, wir sind fertig mit der Lese. Wir sind seit letzter Woche jetzt fertig, genau. Aber wir können trotzdem mal schauen, wie es jetzt einfach weitergeht, auch im Weinberg. Hier hängen ja doch noch ein paar Trauben, ne? Ja, das ist Spätburgunder? Genau, das ist jetzt Spätburgunder hier. Darf man probieren? Ja, klar. Ja. Also die hängen jetzt quasi noch, weil das ist aus einem Seitentrieb und die werden dann erst später reif. Aber zuckersüß, ha? Ja, ansonsten warten wir jetzt eigentlich drauf, jetzt ist es so ein bisschen entspannter im Weinberg. Also was als nächstes an größerer Handarbeit ansteht, ist der Rebschnitt. Der steht frühestens 2 Monate nach der Lese an. Für Tamina und Björn wird es gleich trotzdem was zu tun geben. Warum gedeiht der Wein denn hier so gut in der Pfalz? Das ist ja richtig legendär. Ja, ich glaube, es liegt einfach am Klima, ne? Also an den Temperaturen, auch am Niederschlag. Also ja, es spielt halt alles einfach so zusammen. Bisschen mediterran fast, sagt man. Ist es schon. Also außer Trauben wachsen zum Beispiel bei uns auch Zitronen oder Feigenbäume und so. Also es ist schon vom Klima her recht milde. Wir haben sehr viele verschiedene Bodenstrukturen in der Pfalz. Also jetzt hier sind wir im Norden der Weinstraße. Wir haben sehr kalkreiche Böden hier, sehr Kalkstein. Und das ist natürlich auch spannend für die verschiedenen Rebsorten, dass so viele unterschiedliche Bodenformationen
in einem Anbaugebiet zu finden sind. Können wir denn hier bei euch auch was probieren? Ja, Saft nicht mehr, aber Wein gerne. Björn, dafür wärst du auch zu haben, ja, oder? Ja, gerne. Nee, wir können euch gerne jetzt mal mitnehmen in den Keller. Das ist unsere tägliche Arbeit jetzt aktuell, dass wir einfach die Gärung begleiten, schauen, wie der Zuckergehalt abgenommen hat. Und das können wir jetzt gerne mal zusammen machen. Gut. Gut. Boah. Ei. Hier sind wir. Wie viele Liter sind denn hier in diesen Fässern drin? Ja, schätz mal, schätz mal. Oh Gott. Hier die ersten drei. Das ist eine Größe. Björn, was meinst du? Da kann man sich ganz gut vertun. Nee, 10.000 Liter? Ja, 8,5. 8,5, okay. In den ersten drei jetzt hier, das sind die Größen. Also man hat immer ganz viele verschiedene Größen, so, ne? Je nach Weinberg, je nach Sorte. Und aber es dann blubbert hat man da, immer das heißt, es lebt. Genau, gerade, das gärt. Ne? Der Zucker wandelt sich gerade in Alkohol um, genau. Sozusagen. Hm? Schönes Geräusch, oder? Ja. Und wo testet man dann immer, wie es... Das machen wir jetzt mal. Genau. Können wir jetzt mal machen, genau. Wie lange ist der Wein jetzt da drin? Das ist jetzt Riesling, das haben wir eigentlich so gegen Ende dann gelesen. Ich sage jetzt mal so ungefähr 10 Tage ist der jetzt im Fass. Und ist schon Alkohol drin? Genau. Das ist jetzt Federweißer, oder? Ja. Das ist also der Traubensaft, der schon ein bisschen Wumms hat. Genau. Also wobei das eins jetzt schon fast fertig ist. Also das ist jetzt schon relativ trocken, sage ich mal. Also das kommt dem Wein schon sehr nahe. Ja. Zur Arbeit der Winzerinnen gehört die tägliche Gärkontrolle der Tanks. Hier wird der Öchslegrad bestimmt, die Zuckerkonzentration des Traubenmosts. Der Biegeschwinger. Man nimmt dann eine kleine Probe. So, genau, also damit kann man das dann messen. Genau, also er sagt jetzt 0. Das heißt, wir wissen jetzt so ungefähr, also trocken sind wir noch nicht. Ich denke, dass er jetzt vielleicht so 18 Gramm ungefähr Restzucker hat. Genau. Und wie wäre er dann, wenn er richtig fertig ist? Ja, da sind wir dann so bei -3, -4. Also das kann der jetzt so genau nicht bestimmen, aber man hat dann mal so einen ungefähren Richtwert und dann weiß man, dass die Gärung fast zu Ende geht. Jetzt ist Tamina mit der Gärkontrolle dran. Gut, wieder zu. Hier der Probierhahn wieder, so, ich meine das Schlüssel. Genau. So, und jetzt kommt der große Moment, wo man das testet. So, so. Steckst, dass der Schlauch quasi drinsteckt und jetzt hier einmal draufdrücken und hochziehen. Genau, jetzt hat er es eingezogen. So, und jetzt machst du es, genau. Und jetzt hier einmal draufdrücken. Draufdrücken. Genau. 74. Genau, der hat jetzt erst vorgestern angefangen zu gären. Also das ist jetzt, das war der letzte, den wir gelesen haben. Das ist noch ganz frisch. Krass. Also ganz frisch. Ja. Ganz süß, ganz viel Zucker. Genau. Gib mal was ab, Tamina. Ja, ja, sehr gerne. Jetzt mal gucken, danke, 74, danke. Das ist was ganz was Süßes jetzt. Jetzt haben wir den Vergleich, ne, zu dem Süßen, zu dem Trockenen von vorhin. So, jeder mal was ganz Süßes. Oh ja, aber lecker. Der Weißwein bleibt mindestens 5 Monate in den Edelstahltanks. Dann wird er gefiltert und in Flaschen gefüllt. Im unterirdischen Weinkeller in Barriquefässern lagert der Rotwein. Ja, soll ich dir was abnehmen, oder? Das hier, ha! Ah, jetzt genau. Da gehen wir da hinten was probieren, ne? Ja? Ja. Zum Winzerhandwerk gehört auch die Qualitätskontrolle mit einem Stechheber. So, jetzt Daumen runter. Genau, jetzt Daumen wieder drauf. Gut. Oh. Oh. Fast eine Farbe. Oh, warte. Ich mache jetzt alles rein, ne? Da. Ja, genau. Also jetzt haben wir hier 22er Spätburgunder. Erst Luft dran, dann riechen. Genau. Da spricht man noch von ganz viel Gerbsäure. Ne? Genau, also es ist jetzt noch sehr jung. Also der kriegt auch noch ein paar Monate Zeit, jetzt einfach noch im Fass zu liegen. Das ist alles noch so ein bisschen unharmonisch, ne? So in sich. Und wie oft holt ihr jetzt eine Probe aus dem Fass? Ja, wir gehen schon von Zeit zu Zeit, gehen wir runter und probieren dann wirklich alle Fässer durch. Ja. Ja, das ist aber auch harte Arbeit, ne? Weil man ist ja auch konzentriert dabei, ne? Man will ja auch wirklich sehen, wie spuckt ihr den wieder weg, oder? Ja, ja. Ach so, ihr trinkt den nicht. Nee. Das richtige Aroma entwickelt sich über Wochen, Monate oder manchmal sogar Jahre im Holzfass oder Tank. Anschließend wird der Wein abgefüllt und verkauft. Vielen Dank, ja, zum Wohl noch mal. Dass ihr euch so viel Zeit genommen habt. Zum Wohl, gerne. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Hallo. Die Wege unserer beiden Reisenden trennen sich nun kurz. Während Tamina ein beliebtes Ausflugsziel erkundet, geht Björn einem typischen Pfälzer Gericht auf die Spur. Gleich habe ich jetzt hier eine Audienz beim Saumagenpapst in Wachenheim. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Ich habe nämlich noch nie im Leben Saumagen gegessen. Und damit wir heute nicht nur in der Pfalz kulinarisch bleiben, habe ich auch noch 2 Zutaten aus NRW mitgebracht. Klaus!
Björn. Hallo, grüß dich. Hallo, guten Tag. Mensch, das ist ja toll, dass das hier geklappt hat. Ja, das freut mich. Wir kommen in der Saumagen-Hochburg. Du hast wahrscheinlich fürs Fernsehen schon ganz oft Saumagen gemacht. Ja, es hält sich in Grenzen. Aber einmal zeige ich es noch, oder? Gerne. Ja. Der Saumagen von Metzger Klaus Hambl ist weit über die Grenzen der Pfalz und Deutschlands hinaus bekannt, dank des früheren Bundeskanzlers und Pfälzers Helmut Kohl. Du hast den dann immer zum Deidesheimer Hof geliefert und dort hatte doch Herr Helmut Kohl seine Staatsgäste. Er war unser bester Kunde gewesen. Ja. Ja, er kam oft zum Einkaufen vorbei mit seinem Fahrer, den Herrn Seber. Ja. Und wir haben auch sehr, sehr viele Veranstaltungen für Helmut Kohl, mit Helmut Kohl beliefert. Und die Staatsgäste haben den auch gegessen? Dann, ja, das wurde den Staatsgästen auch angeboten. Mhm. Und der ein oder andere wurde auch gezwungen, den Saumagen zu probieren. Da gibt es eine tolle Geschichte. Und da haben wir jetzt die Mägen hier. Ich habe hier die Mägen schon mal vorbereitet, dass man mal so eine Vorstellung hat. Das ist jetzt ein frischer Schweinemagen und der Magen, der ist auch einmal gewendet. Also wir füllen in diese sterile Außenseite. Ja. Ja, und das hier, was man sieht, das war früher die Innenseite gewesen. Das ist eine ganz saubere Angelegenheit. Ja. Saumagen gibt es hier in der Pfalz schon immer und ewig. Und wir haben Rezepte überliefert bekommen, wo beschrieben wird, dass die alten Römer schon die Mägen vom Schwein gefüllt haben, um irgendetwas aufzubewahren, um etwas zu konservieren. In den Saumagen von Klaus gehört eine Füllung aus festkochenden Kartoffeln, magerem Schweinefleisch, gewolftem Schweinefleisch mit Salz und Majoran. Was hast du da noch für Kräuter? Das ist meine Gewürzmischung. Die die dürfen wir nicht erfahren. Es sind nur Naturgewürze, das kann ich sagen. Es ist Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Koriander, Nelken. Okay. Allerdings natürlich die Verhältnisse, die verrate ich dir nicht. Okay. Ja. Björn und Klaus schneiden Kartoffeln und Fleisch zunächst in etwa 1x1 cm große Stücke. Im Schnitt produzieren der Metzger und sein Team 100 Saumägen pro Woche. Sie werden an Gastronomen in ganz Deutschland geliefert, online und auch an Laufkundschaft verkauft. Wer hat sich denn eigentlich diesen Begriff Saumagenpapst einfallen lassen? Das ist die Frage, auf die ich gewartet habe. Ja. Das weiß ich natürlich nicht. Ich habe so viele Namen in den letzten Jahren bekommen über Saumagenkönig, Saumagenpapst und etc. Dann steht mal was in der Zeitung über den Saumagen und den Hersteller. Ich kann das nicht sagen. Die Zutaten werden vermischt und in den Saumagen gegeben. Teamwork. Ach, das ist ein Gefühl, oder? Ja. Ah. So. Das Befüllen geschieht im normalen Metzgereialltag maschinell. Am Ende wiegt ein fertiger Saumagen gut 3 Kilo. Klaus, wo gehen wir jetzt hin mit dem Topf hier? Mit dem Topf gehen wir jetzt in die Küche vom Restaurant. Und in der Zeit, wo der Saumagen gart, könnt ihr dann noch die Zutaten, die Beilagen produzieren. Ach so. Ne? Ja, ich habe noch was Arbeit mitgebracht. Genau, das nehmen wir alles mit rüber. Das erkläre ich dir nachher. Genau. Der Saumagen geht auf kurze Wanderschaft. Und wir schauen nach Bad Dürkheim. Der Kurort befindet sich etwa 20 Autominuten nördlich von Neustadt. Über Bad Dürkheim thront die Hardenburg. Und mit gleich 2 Weltrekorden trumpft der Ort zusätzlich auf. Jährlich findet hier der Dürkheimer Wurstmarkt statt, das weltgrößte Weinfest. Tamina macht sich auf die Suche nach dem 2. Superlativ. Und bitte. Ton in Ton. Über den Römerplatz. Geradezu mediterran hier. Geht es zu einem echten Hingucker. Einem unfassbaren Rekord, könnte man sagen. Das Bad Dürkheimer Riesenfass. 1.700.000 Liter. Also da haben sie wirklich dem Wein ein Denkmal gesetzt. Mal gucken, ob das überhaupt aufs Bild passt. Knapp. Das Dürkheimer Riesenfass wurde 1934 von Kellermeister und Küfer Fritz Keller gebaut. Was ist jetzt da drin? Ich glaube, kein Wein. Aber das checken wir jetzt mal. So, das sieht hier ein bisschen nach Restaurant aus. Hallo, guten Appetit. Im Innern des Fasses befindet sich ein Restaurant mit, wie sonst, typischen Pfälzer Speisen. Und hier oben geht es jetzt ins eigentliche Fass. Das ist jetzt wirklich riesig. Komplett aus Holz. Das größte Fass der Welt. Das ist ja wirklich Weltrekord hier. Wenn man will, kann man hier Führung machen, feiern.
und sagen, ich war mal im größten Fass der Welt. Die Böden der Weinfässer an den Wänden erzählen die Geschichte der Weinherstellung. Gefüllt war das Fass übrigens noch nie und das war auch nie geplant. Erbauer Fritz Keller wollte vielmehr einen Ort schaffen, der die Menschen dem Wein näher bringt. Wo geht das besser als in einem Weinfass? Einmal tief durchatmen kann Tamina am alten Gradierwerk. Bad Dürkheim verfügt über Solequellen, das sind Wasserquellen mit besonders hohem Salzgehalt. Bis ins 19. Jahrhundert gewann man aus dieser Sohle Speisesalz in Salinenanlagen. Das Gradierwerk war Teil der Bad Dürkheimer Saline. Die Sohle wurde über die Dornwände verrieselt und aufgefangen, also gradiert, und so der Salzgehalt in der Sohle erhöht. Nach der Verdampfung des aufgefangenen Wassers blieb das Salz zurück. Das merkt man gleich. Richtig gute Luft. Durch die herabrieselnde Sohle wird die Luft in der Nähe des Gradierwerks mit Salz angereichert. Deshalb dient es heute als Freiluftinhalatorium. Wohltuend für die Bronchien, gut gegen Atemwegserkrankungen. Bei Deutschlands bekanntestem Saumagenhersteller Klaus Hambel steht Björn nun mit Thomas Siegel am Herd, dem Küchenchef der Hambel Gastronomie. Was gibt's denn heute noch dazu? Wir machen eine Pfälzer Kartoffelsuppe. Zur Kartoffelsuppe, da gab's bei uns immer früher Croutons vom Paderborner dazu. Okay. Kennt ihr Paderborner? Paderborner Landbrot. Ja, ne, Paderborner. Mhm. Und es ist natürlich jetzt auch nicht schön, dass ich die zu dir mit in die Metzgerei bringe, fremde Würstchen. Aber Mettentchen gab es bei uns immer. Darf ich mal eine? Ja. Ja, die schmecken eigentlich nur gekocht. Also die sind jetzt so zu weich. Ja, riecht aber schon ganz gut. Ja? Bei etwa 70 Grad muss der Saumagen nun 3,5 Stunden lang ziehen. Thomas und Björn bereiten währenddessen Vorspeise und Beilagen zu. Heute mal mit NRW-Note. Also Thomas, wir machen jetzt als Beilage zum Saumagen Sauerkraut und Bratkartoffeln. Genau, und vorneweg machen wir eine Pfälzer Grumbeersuppe. Grumbeersuppe. Ja, so nennen sie in der Pfalz die Kartoffeln. Ja. Also du schwitzt da jetzt die Kartoffeln mit den mit Majoran wahrscheinlich an, ne? Ja, Zwiebeln. Ja. Dann ein bisschen Wurzelgemüse, helles vom Lauch. Ja. Die Kartoffeln. Schmeckt es dann ab mit Salz, Pfeffer, Majoran und einer Prise Muskat. Ja. Natürlich löscht man das mit einem schönen Riesling ab. Dann wird mit Fleischbrühe aufgefüllt. Ja, und Mettenten, das ist wirklich typisch NRW für mich. Ich kenne auch kein anderes Bundesland, die da Mettentchen sagen. So wie zum Beispiel die Bayern ihre Landjäger haben. Und die Mettenten, ja, die sind einfach wirklich immer perfekt für jede Suppe. Oder auch zum Grünkohl natürlich so im Winter. Einfach gut. Ich steche die immer so ein bisschen an, dass der Saft schön in die Suppe übergeht. Ja. Und dann kriegt es einen schönen Geschmack. Genau, die schneide ich nachher dann klein. So, dann habe ich jetzt hier das Paderborner. Genau. Ich mache da übrigens keine Butter mit rein. Keine Butter mit rein? Das ist ja eher so ein saftiges Roggenmischbrot. Mhm. Ich finde auch leicht säuerlich. Und ja, ich mag das so ganz gerne, weil ich damit groß geworden bin. Und früher gab es das, egal ob wir Erbsen oder Kartoffelsuppe gegessen haben, da war immer ein bisschen Brot mit drin. Ja. Nach einigen Minuten Köcheln werden die Mettenten wieder aus dem Topf genommen und klein geschnitten. Björn püriert die verbleibenden Zutaten. Dann werden sie mit einem Schluck Sahne vermischt. Zu guter Letzt darf ausgelassener Speck mit Zwiebeln nicht fehlen. Nun noch das Sauerkraut erwärmen und die Bratkartoffeln zubereiten. Da tun sich ja auch viele schwer, mit leckere Bratkartoffeln zu machen. Also du nimmst auf jeden Fall gekochte Kartoffeln. Es ist ja wichtig, dass die Stärke rauskommt. Ne? So, jetzt wird es gleich extrem lecker und ich würde sagen, ja, Tamina kann jetzt auch gleich kommen. In Bad Dürkheim hat Tamina aber noch einen Auftrag. Während Björn kocht, gucke ich mir jetzt mal eine Manufaktur an. Und die hat diese Auszeichnung hier, regionale Esskultur, Culinary Heritage. Das darf man sich nämlich nur nennen, wenn man mindestens 90% der Produkte aus der Region benutzt. Also aus der Pfalz in dem Fall. Und hier geht es jetzt ums Senfmachen. Die Wahlpfälzerin Yvonne Ortloff produziert Senf in einer kleinen Manufaktur im eigenen Haus. Das wächst hier so? Das wächst hier, das ist mein Senffeld noch von letztem Jahr.
Genau, und so sieht die Senfsaat aus. Es ist ein Kreuzblütler, also eigentlich sieht es aus wie Raps. Oh, das duftet richtig schön nach Honig. Und du sagst dann den Bauern hier in der Region, bitte pflanzt für mich ein großes Senffeld an. So in etwa läuft das. Ja? Ne, ich habe einen Bauern, der das für mich macht und genau, und der bepflanzt mir dann meine Senffelder. Und wo ist jetzt da das Senfkorn versteckt? Das Senfkorn, guck mal, das siehst du da, diese kleinen Spitzelchen, die siehst du da schon, da wachsen sie schon drin. Ja, ja. Hier sind also die Schoten drin und das wird dann aber auch noch richtig braun. Die platzen dann auf. Und dann bisschen wie eine Erbse sieht es eigentlich aus, in Miniatur. Ne? Ja, genau. Daraus stellt Yvonne verschiedene Sorten der gelben Creme mit unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen her. Aber immer typisch Pfalz. Ich soll jetzt rausschmecken, was da versteckt genau, ist. Drin. Genau, genau. Okay, kleiner Test. Mhm. So, Geschichte. Vielleicht hilft dir da auch deine Nase dabei. Mhm. Oh, das bitzelt richtig. Und der ist scharf. Ho! Mhm. So ein bisschen was wie Wein. So ein bisschen. Ja, sehr gut. Mhm. Wir sind ja in der Pfalz, genau. Du hast hier den Riesling-Senf. Und wozu isst man jetzt dann den Senf zum Beispiel? Ja, das ist eigentlich so klassisch zu Wurst, aufs Brot, zu Schinken. Aber ich benutze ihn auch gerne zum Kochen, in die Soße rein. Zum Senf kam Yvonne so. Also ich liebe Senf und ich glaube, meine Mama ist dran schuld, weil sie hat mir früher immer schon Senfbrote geschmiert als Kind. Nur ich habe meinen Job hingeschmissen nach 30 Jahren mehr oder weniger, weil das mit unserem Sohn nicht mehr so geklappt hat. Also wir waren irgendwie nur noch unterwegs und so habe ich es mir nicht vorgestellt. Und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt was ganz anderes. So, und jetzt mache ich Senf. Und das in großer Vielfalt. Darf ich noch ein? Ja, na klar. Erst riechen. Also süßlicher. Mhm. So ein bisschen wie zur Weißwurst isst man doch den süßeren Senf auch. Gut, ja. Das ist eine Kastanie. Kastanie, eine Keschte. Also was Nussiges. Genau. Also was Nussiges, eben. Genau. So dieses nussige, cremige. Mhm. Da mache ich ein Karamell selber und dann röste ich die Kastanie noch an. Das ist da typisch pfälzisch, die Kastanie. Keschte. Die Edelkastanie, Keschte-Senf. Yvonne, Björn kocht ja jetzt. Und natürlich das Gericht hier in der Pfalz ist ja der Saumagen. Gibt es denn da auch einen Senf dazu oder isst man das eher nicht mit Senf? Doch, sehr gerne mit Senf. Und da haben wir hier ganz klassisch den Saumagensenf. Hast du doch, Mensch. Ja, ich habe ich auch. Auch für den genau, Saumagen. Genau, das ist auch ein mittelscharfer Senf, der wunderbar eben halt zu milden Sachen, aber auch speziell zum Saumagen passt, weil der eben halt nicht übertüncht. So, ne? Also der ist nicht zu scharf, sodass er also dem Saumagen noch ganz viel Platz lässt. Okay, Björn, den bringe ich dir jetzt gleich mit. Mhm. Das sieht sehr gut aus und passt genau zum Gericht. Aber einfach das Gläschen einstecken wäre ja langweilig. Tamina soll ihre eigene Portion herstellen. Das ist echt ganz schön anstrengend. Arbeit, ne? Genau. Absolut, ja. Es gibt auch Senfmühlen, richtig, ne? Richtig. Und ein kleines Exemplar hat Yvonne natürlich im Betrieb, um ihre Senfproduktion zu stemmen. Was ist dann der nächste Schritt? Der nächste Schritt wäre, dass man das dann einmeischt mit Essig und mit Wasser. Und das habe ich mal vorbereitet. Sehr gut, ich habe da mal was vorbereitet, das ist immer gut. Genau. Aha. Das ist jetzt die Basis sozusagen. Das ist die Basis, ganz genau. Jetzt muss es da rein. Und, geht's noch? Ja, es geht. Es geht. Ah, wie viele Kilo sind das? Ah ja, es sind schon ein paar. Komm, mach mal ab. So. Wohin? Stell's hin. Senf machen ist echt harte Arbeit. Also, das ist ja ein Saumagensenf. Mhm. Und im Saumagensenf mache ich keinen Zucker, sondern einen Birnendicksaft. Mhm. Und das, finde ich, gibt nochmal eine schöne, elegante Note. So, wenn du magst, schütt mal rein. Ich mache die zweite Flasche. Ja. Oh, wie viel? Also alles? Alles, genau. Oh. Und guter Senf braucht ja gar nicht viele Zutaten. So brauchen wir jetzt einfach nur ein gutes Kurkuma. Und dann fehlt jetzt eigentlich nur noch das Salz. So, Senf ab. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mal drücken. Ich muss leider noch mal probieren. Ja, okay. Björn, du kriegst ein frisches Gläschen. Das ist sehr köstlich. Nur noch die Etiketten drauf, dann ist der Senf für den Saumagenverzehr fertig. Oh, wunderbar. Ja. Und jetzt sind wir gespannt, wie der Saumagen dazu schmeckt. Zurück in Wachenheim.
Ach, guck mal, die Tamina. Oh, das duftet. Ah, hallo, was hast du denn da Schönes mitgebracht? Ich habe Senfemol mitgebracht. Saumagensenf. Extra Saumagensenf. Tamina, freut mich. Bin mal gespannt, jetzt, wie das sich jetzt hier mischt. Also es riecht schon ganz toll, es wird auch richtig lecker. Ich fülle jetzt schon mal die Suppe ab. Dann könnt ihr beiden ja schon mal die Suppe nach draußen bringen. Ach, Suppe gibt's auch noch. Heute aufgetischt Grumbeersupp mit Paderborner Landbrot und Mettentchen als Vorspeise. Guten Appetit. Ja, guten Appetit. Ja. Die Grumbeersuppe. Boah, ist lecker. Sehr fein. Also das ist so eine Suppe, die könnte ich jeden Tag essen. Super gemacht. Na, und der leichte Räuchergeschmack, der da jetzt vorkommt. Das ist aber auch schon eine richtige herzhafte Mahlzeit. Ne? Im Hauptgang gibt es Saumagen mit Bratkartoffeln und Sauerkraut. Jetzt kommt der große Moment. Das ist für dich auch das erste Mal, Björn. Das ist ja wirklich... Sehr lecker. Ist ja total mager. Lecker. Auch eine schöne Konsistenz, weil es halt nicht wie beim Leberkäse so nur Brät ist, sondern auch noch Fleischstücke drin sind. Genau. Jetzt mal mit Senf. Mit Senf auch sehr fein. Dein Senf natürlich auch spitze. Ja, ist fein. Nach diesem deftigen Mahl beim Saumagenpapst wird es nun gemütlicher. Tamina und Björn besuchen gemeinsam mit Susanne Netz Gimmeldingen. Es ist eins von 9 sogenannten Weindörfern, die 1969 und 1974 eingemeindet wurden und heute den ländlichen Teil von Neustadt ausmachen. Die Dörfer sind historisch geprägt vom Weinbau. Architektur und Vegetation versprühen mediterranen Flair. Und hier seht ihr zum Beispiel Feigen. In der Pfalz wachsen Feigen und Kiwis. Das ist frisch. Ja. Das ist toll, ja. Und die schmecken so fantastisch, wenn du da reinbeißt. So süß. Guck mal hier. Aber die sind jetzt nichts, ja. Die sind schon abgeerntet. Da oben ist noch eine, aber da komme ich nicht dran. Ist da noch eine? Ja. Oh, da komme ich auch nicht dran. Liebe Feigen. Du kommst auch nicht dran. Ja. Komm, da, die, häng da dich da mal oben rein. Ja! Ah. Kannst aber so auch mit aber Schale schön, essen. Aber schön, schon mal schön die Farbe, ne? Ja, die sind ja, noch eine Süße. Süßer wie im Supermarkt, ja. Wenn sie aber richtig reif sind. Mhm. Mit Ziegenkäse, ha? Lecker. Gläschen Riesling. Nur etwa 2.500 Einwohner hat das idyllische Gimmeldingen. Und seit heute 2 Fans mehr. So super schön alles hier, ne? Mega schön. Und auch guck mal, diese Riesenblätter da. Weißt du, was das ist? Nee. Ich auch nicht. Pflanzenkunde gibt es an der nächsten Station, auf dem Mandellehrpfad. Auch Mandeln wachsen im klimatischen Umfeld Pfalz besonders gut. Und das ist der ganze Lehrpfad und da kannst du dich einfach informieren, was für Mandeln kann man essen, wie sehen die aus, wann blühen die, wie groß sind die ungefähr. Da haben wir jetzt die nächste, das ist auch wieder eine Bittermandel. Mandelbäume wurden übrigens, so wie auch Weinreben, von den Römern in die Pfalz gebracht. Und der Mandel zu Ehren findet in Gimmeldingen in jedem Jahr das Mandelblütenfest statt. Und du bist auch schon richtig angezogen mit deinen Farben. Das wäre also die Farbe der Mandelblüte? Mindestens, ja. So intensiv. Und dann geht es hier runter weiter und kann man da so entlang laufen und sich... Richtig. Und was ganz Wunderschönes ist, wenn du bis runterläufst, da ist der nächste Weinort, das ist Königsbach. Und dann geht man hier entlang und das ist alles die Mandelmeile. Ja, die Mandelbaummeile. Bis nach Königsbach geht es für die 3 heute nicht. Dafür an einen Ort mit ähnlich hochtrabendem Namen. So, jetzt seht ihr, wir machen das so, wie die Pfälzer das gern machen. Wenn sie einen schönen Aussichtspunkt suchen, dann kommen die zum Beispiel hier zum König-Ludwig-Pavillon. Und das war eigentlich mal ein Wingerzhäuschen. Und das wurde wieder aufgebaut und natürlich ein bisschen umgestaltet. Schön. Und hier hat man einfach den schönsten Blick auch. In den Rhein. In den Rhein, in die Rheinebene hinein. Du kannst bis Heidelberg schauen bei tollem Wetter. Oh, toll. Der Odenwald ist dann da irgendwo. Ganz ne? Genau, ja. Ja. Und weil ich euch ja nicht verdursten lassen möchte, machst du die auf? Oh, habe ich euch vom Weingut, wo wir vorhin auf dem Wine Walk of Fame mal kurz berühren durften, habe ich euch die Gimmeldinger Meerspinne mitgebracht. Ein großes Gewächs vom Weingut Christmann. Mein Gott. Was ganz Feines. Wir sind ja hier aus Gimmeldingen. Toller Riesling. Könntest du auch mal kurz sagen, wo jetzt genau hier der Wein gewachsen ist? Ja, und das ist alles hier. Also direkt alles, hier vor unserer das Nase? Das ist die Großlage sozusagen, ja. So, und was isst man jetzt am besten zum Riesling? Mal so rumgefragt. Ihr geht am besten nach Musbach, Neustadt Musbach. Und da ist so eine Institution, das heißt die Eselsburg. Da hängt ein Esel draußen, ein goldener. Ein letztes Prosit, dann verabschiedet sich Susanne.
Vor der letzten Station ihrer Genussreise servieren Tamina und Björn noch flott zwei Pfalz-Tipps. Das Winzerstädtchen Deidesheim erlangte Weltruhm durch Helmut Kohl, der dorthin gerne seine Staatsgäste zum Saumagenessen einlud. Heute verzückt die über 600 Jahre alte Weinstadt mit urigen Weinstuben und hübscher Fachwerkarchitektur. Pfälzer Weingenuss, das geht auch ohne Alkohol, mit der alkoholfreien Wein- und Sektauswahl von Bär. Seit der Eröffnung 2016 hat die Weinkellerei der zwei Brüder über 100 Auszeichnungen erhalten. Bei der Verkostung im Weindorf Musbach kann man sich davon überzeugen, dass das Pfälzer Nationalgetränk auch mit weniger als 0,5% Alkoholgehalt richtig gut schmeckt. Da ist der goldene Esel. Da soll man drauf achten. Stimmt. Und guck, ja, hier werden die Trauben ja noch getreten, mit den Füßen gestampft. Ja. Schön. Das ist jetzt so eine richtige Weinstube hier. Ja. Höchste Zeit, dass wir hier mal einkehren. Lassen wir uns mal überraschen. Guck mal, hier überall diese Weinmotive. Ja. Siehst du hier? Die baden in so einem Weinfass. Hast du sowas mal gemacht? Und essen dabei noch ein paar Sachen. Guck, und alles trinken gleichzeitig. Natürlich. Ja, Genussregion Pfalz halt, ne? Komm, wir gehen mal rein in die Weinstube hier. Die Eselsburg in Musbach ist nicht nur von außen ein Hingucker. Den urigen Charakter des Restaurants erhält Annette Berberich. Seit 2008 Wirtin der Burg. Das ist aber keine Burg, oder? Sah das von außen so aus? Fritz Wiedemann ist der Begründer der Eselsburg. Mhm. Der hat in den 60er Jahren dieses Haus als runtergekommenes Taglöhnerhaus gekauft und hat es im Laufe seines Lebens umgebaut. Und das, was draus geworden ist, habe ich quasi vor 15 Jahren übernommen vom Sohn. Er hat immer zu seinen Freunden gesagt, kommt in meine Burg. Hatte unheimlich viele Freunde, er war unheimlich durstig und hat sympathisch war es. Ja, und war immer so ein bisschen klamm und ist immer mit Bildern unterm Arm zu den Winzern gegangen, hat dann Bild gegen eine Kiste Wein getauscht. Und irgendwann haben die Winzer gesagt, Bilder haben wir jetzt genug. Es wird mal Zeit, dass hier ein bisschen was Monetäres rüberkommt. Und dann haben die Freunde am Stammtisch gesagt, mach doch eine Kneipe draus. Toll. Ja. Was essen wir denn heute? Also ihr bekommt einen Handkäse mit Musik. Lecker. Den lassen wir 4 Tage im reinen Rieslingbad liegen. Mhm. So schmeckt er dann auch. Also ich hoffe es, dass ihr mit das... Mit Musik? Mit Musik, ja. Was also es kommt kein Stehgeiger. Das kann ich schon mal verraten. Schade. Ja. Dann bekommt ihr einen Schwartenmagensalat aus einem grauen Schwartenmagen, also der ohne Pökelsalz gewürzt ist. Und ihr bekommt noch einen Leberknödel. Mhm. Leberknödel mit geschmolzenen Zwiebeln, Sauerkraut und Bratkartoffeln. Das volle Programm. So. Heute ist die Eselsburg mehrfach prämiert und beliebt für ihre große Weinauswahl und die deftige Küche aus regionalen Zutaten. Der Riesling, der ist so richtig in den Käse übergegangen. Ach, den schmeckst du noch? Ja. Mhm. Schön mit den sauren Zwiebeln. Aber das schmeckt schon sehr deftig. Also ich liebe das. Mhm. Ich glaube, das ist nicht für jedermann. Probier mal, so ein bisschen säuerlich, aber auch recht mager. Also man könnte ja meinen, und fein angemacht. Ich glaube, ein bisschen Muskat oder so, kann es sein? Mhm. Ne? Und zu den Bratkartoffeln, also wirklich, man darf sich mal nicht von den Namen so abschrecken lassen. Gell? Schwartenmagensalat. Nee, und das ist ja ganz mager. Eben, das ist wirklich, ja wirklich mageres Fleisch. Ganz fein. Schön mit der Säure, ist ganz leicht eigentlich. Ja, Leber ist nicht so deins. Nee. Ne? Diese süßlichen Schmelzzwiebelchen dazu, das ist schon sehr fein. Herzlichen Dank. Wir müssen anstoßen auf das leckere Essen. Schmeckt echt richtig fein. Haben wir euch ein bisschen. Ja. Ja. Vielen Dank. Zeit für einen kleinen Rückblick auf die Genussreise mit Ausblick. Den gibt es am Hambacher Schloss. Im Jahr 1832 gehört die Pfalz zum Königreich Bayern. Beim Hambacher Fest im Mai 32 versammeln sich damals rund 30.000 Menschen, um gegen eine Politik der Bevormundung zu protestieren. Seitdem gilt das Hambacher Schloss als Sinnbild der Demokratie in Deutschland. Nicht einnehmbar, das Schloss. Fantastisch. Björn und Tamina haben die bürgerliche, rustikale Küche der Pfalz entdeckt und es sich schmecken lassen. Ein schöner Ort, um Tschüss zu sagen von der Pfalz. Auf jeden Fall, ist es schon wieder vorbei. Ja, wir haben gut gegessen und getrunken, oder? Ja. Und der Wein ist natürlich in der Pfalz absolute Spitzenklasse. Also eins meiner Lieblingsweinanbaugebiete in Deutschland. Also das muss man schon mal besuchen. Ja, oder? Hier unterwegs zu sein an der Weinstraße, in diesen Orten. Es ist gemütlich, es ist entspannt, es ist sehr absolute naturnah. Absolute Ursprünglichkeit. Ja, aber nette Leute auch und wirklich viel Genuss und viel Feierfreude so in dieser Region. Ja, traumhaft hier. Und Pelzisch haben wir auch ein bisschen gelernt, gell? Ja.
Wie heißt es Tschüss auf Pfälzisch? Alaf. Nein. Alla dann. Alla dann. Alla dann, okay. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Pfalz. Alla gut, alla dann. Alla dann.